Hallo Leute und herzlich willkommen zurück zu Let's Play Paper Mario Color Splash. Wir sind gerade in Bowsers Burg. In der Luft. Warum auch immer. Letzten Part haben wir Roy besiegt und wir brauchen einen Eimer. Ich frag mich, wo wir einen Eimer herbekommen. Ich meine, wir könnten ja einfach diese Eimer nehmen. Aber das wäre ja viel zu einfach. Anscheinend. Weil... Nee, ich habe keine Worte dafür. Warum können wir nicht diese Eimer nehmen? Hier liegen 6 Eimer rum. Warum können wir die nicht nehmen? Einen von denen. Irgendeinen. Tja. Ich habe einen Eimer verloren. Kann ich vielleicht einen von euch besiegen und dann kriege ich einen Eimer von euch? Jetzt, wo ich es weiß. Kann ich vielleicht irgendwas ausschneiden oder... Ich bin verwirrt. Ich bin... Ich hab keine Ahnung, was ich tun soll. Hilfe! Wo krieg ich einen Eimer her? Bitte. Das wollte ich nicht. Kann ich einfach... Oh nein, er hat mich gesehen. Atuke. Atuke. Kartenrad. Mal gucken, was das diesmal für uns hat. Und warum muss ich dann immer wieder durch? So. Wir nehmen das da. Das ist schon mal eine 43. Runde. Alter. Ihr seid echt hart. Schiris. Und das Kartenrad lohnt sich hier total. Perfekt. Also wenn ich so weitermache, dann komme ich... Zumindest schnell ans Ziel. Nach hinten. Wie auch immer. Ich darf nur nicht runterfallen. Hey, wir könnten eine Batteriekopie bekommen. Nehme ich natürlich gerne. Schade, wir kriegen nur einen Doppelhammer. Das ist schon traurig. Dann würde ich sagen, wir nehmen den Eisensprung. Und ich lasse jetzt einfach mal das Gamepad oben eingeblendet, weil ich vermute, dass noch ein paar Kämpfe kommen vor uns. Oh, okay. Ja gut. Das ging schnell. Ich glaube, ich kann nicht weiter als so weit vorrücken. Kartenrad. Oh, eine Lupenkarte. Haben wir die schon gesehen im Einsatz? Ein Hammer. Das ist schon meine 43. Runde. Deine auch schon? Oh mein Gott. Da habe ich heute schon jemanden getroffen, der so war. Also ich komme voran. Das sehe ich. Das Problem ist, es ist sehr, sehr langsam. Und ich glaube, ich mache das nicht richtig. Ich bin mir nicht sicher. Das da! Ja. Cool. Jetzt sehen wir schon, was die macht, bevor wir die richtige Karte einsetzen. Und die sogar vollkommen eingefärbt. Oh mein Gott. Seh hit gespannt oder sei hit gespannt auf die wundersame Kraft der Lupe. Und weg. Oh. Was war das denn? Nice. Also alle Zweikämpfe kommen wir eins weiter nach vorne. Wenn das die Lösung ist, dann kack jemand mal. Nein, das mache ich nicht. Wir nehmen die da. Feuerbohr. Okay. Wie viele Shy Guys hier schon auf der 43. Runde sind, das ist unglaublich. Ich hab kein... Ich hab kein Bild mehr. Warum hab ich kein Bild mehr? Moment. Kann,
bitte wieder ein Bild bekommen? Danke! Hilfe! Was war denn jetzt los? Ich habe keine Ahnung. Also ich habe gesehen, dass die Aufnahme noch weiterläuft, aber plötzlich war mein Bild auf Fernseher weg. Das war sehr doof. Und ich habe Schaden genommen. Das habe ich auch gesehen. Ich konnte nicht reagieren, weil es einfach zu zeitverzögert ist. Ja. Also es, glaube ich, hat keinen Sinn, wenn ich jetzt hier einfach durchpresche. Vor allem, ich habe nicht so das Gefühl, dass es da überhaupt durchgeht. Das, Kartenrad. Mal gucken. Oh, vielleicht bekommen wir eine Glückskatzenkopie. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21. Schade. Nein, ich habe nicht mitgezählt, wie viele Karten das waren und keine Ahnung, was, keine Ahnung, weiß nicht. Egal. Und, ja, und tot. Wunderschön, ich hätte gerade eben nur einfach nur einen perfekt machen müssen und dann wäre es gut gewesen. Tja, jetzt die Frage, wo bekomme ich einen Eimer her? Es macht keinen Sinn. Geh mal weg. Ich will mich ein bisschen vordrängeln. Ich meine, hier sind... Hier ist ja nicht nur ein Eimer im Raum. Nein. Es ist seltsam. Map. Genau das Richtige für diesen einzelnen Shy Guy. Nein, falsche Richtung. Ist das Mobbing, wenn ich so stark bin? Ich weiß es nicht. Das Problem ist, ich weiß halt immer noch nicht, ob das jetzt überhaupt funktioniert, weil ich habe so das Gefühl nicht. Map, map. Kein Eimer, kein Tunnel. Mann, was soll ich denn einmal herbekommen? Fabian, sag doch mal was. Du siehst aus wie ein Eimer. Oh, ich kann einfach so tun, als wäre ich ein Eimer. Stell dich auf das Förderband und ruf mich. Du Arsch. Du Arsch. Du Hintern. Alter. Jetzt kommt er endlich mal zum Einsatz. Ist das nicht toll? Kartenrad. Düdüm. Okay, Eisblume. Nehmen wir natürlich gerne. Setzen wir auch sofort ein. Sagen bereit und fertig gefärbt und gehen die richtige Richtung runter, damit ihr alles vom Bild seht. Und weg ist er. Jo. Dann rufen wir mal schnell den Fabian. Das ist so echt. Aber erzählt das keinem, ja? Nee, erzähl ich keinem. Yes, wir sind durch. Was für Sicherheitsmaßnahmen, Alter. Ich meine, wir sind eindeutig Mario. Mit allem, was wir anhaben. Warum kümmert das keinen so richtig? Das ist seltsam. Das ist irgendwie komisch. Und alter Schwede, das ist eine Monsterfabrik. Hilfe! Alter! Er macht schwarze Farbbomben! Genau wie die in der Sierra Löwenzahn. Weißt du noch, was das für ein Schlamassel war? Mit so viel Bomben könnte er... Oh nein, er könnte die ganze Welt schwarz einfärben. Alter. Die schwarze Farbe scheint aus der Röhre dort gepumpt zu werden. Wir müssen dem am Ende bereiten, was auch immer. Tu etwas. Oh, der ist sauer. Minimal. Keine Sorge, Fabian, wir kriegen das hin. Die arme Farbe! Warum ist da eine Bowser-Flagge? Ich bin sowas von verwirrt. Und wo sind wir? Sie mischen diese schönen Farben ohne Sinn und Kunstverstand. Tut mir leid, aber Farben sind mein Lebensinhalt. Sie so zu sehen, tut weh. Was machen wir denn jetzt? Keine Ahnung. Wir gehen weg. Achso, wir fallen runter. Ja. Mario, ich habe eine Idee. Wir zünden die Bombe ums.
Gute Idee, guter Plan. Sprengen wir alles in die Luft. Das ist absolut kindgerecht. Wie wäre es, wenn wir diese riesigen Bomb-Oms zu Explosionen bringen, explodieren lassen? Also nicht nur zum Spaß, meine ich. Die müssen groß genug sein, um die ganze Fabrik zu zerstören. Ja gut, dann machen wir das mal. Das klingt nach einer tollen Idee. Sollten wir machen. Interessant. Sehr interessant. Da ist ein Speicherbock. Wie komme ich jetzt an diesen Kisten? Ich bin verwirrt. Moment. Ich glaube, ich weiß wie. Moment. Ich kick hier einfach welche runter. Kann das sein? Komm mal weg. Komm mit, komm mit, komm mit. Hey, jetzt komm mal hier hin. Fragt sich nur, wie diese riesigen Bonbons zur Explosion bringen. Reicht ein kleiner Bonbon aus, um einen großen zu zünden? Ich habe keine Ahnung. Das müssen wir ausprobieren. Aber davor muss ich noch drei weitere Kisten sprengen. Sprengmeister Mario zu ihren Diensten. Hey. Wundertoll. Zwei Karten, die ich wahrscheinlich nie einsetzen werde. Mitkommen. Hahaha. So, und jetzt erstmal speichern. So. Was haben wir denn hier alles? Erstmal ein Eisbruder. Eindringling! Hey! Das ist kein gewöhnlicher Eindringling. Das ist Mario! Hilfe! Der zählt gut. Hilfe, Hilfe. Doppelhilfe. Wollt ihr mitkommen? Dann kommt mit. Ich hoffe, die bleiben jetzt nicht stecken. Das wäre sehr... Nein, so weit kommen die gar nicht. Achso. Wir haben heute schon so viel Bonbons zusammengehämmert. Lass uns den Rest des Tages blau machen. Vielleicht können wir wieder mal Bumerang werfen. Du mal mit deinem Bumerang. Warum nicht Hammer werfen? Ach ja, stimmt ja. Ach ja, stimmt. Wie auch immer. Ah! Oh, es ist nur Mario. Puh. Ich dachte schon, Bowser hätte uns faulenzen erwischt. Beruhigend. Er darf dem Boss nichts erzählen. Schlagen wir Mario zu Kleinholz und dann und uns danach ins Unterholz. Sind das ernsthaft 6 Hammer- und Bumerang-Brüder? Nein, da sind auch ein Eisbruder und ein Feuerbruder dabei. Okay, alles klar. Ganz verschiedene Leutchen. Wobei ich gerade nicht weiß, was ich gegen die machen soll. ja. Das klingt nach einem guten Ansatz. Und dann sage ich einfach mal, wir nehmen dann noch ein... Den da, das da und dann nehmen wir das Kartenrad. Moment. Erstmal vielleicht soll ich das einblenden. Das wäre vielleicht schön. Okay, nehmen wir das. Was hatte ich gesagt? Wir nehmen einen Doppelhammer. Wir nehmen einen... Warum was? Wir nehmen einen Dreiersprung, einen Dreierhammer und eine Eisblume. Ich habe so eine Hoffnung, dass das reichen könnte. Wenn ich jetzt nicht total verkacke. Excellent! Spitze! Es könnte passen. Vielleicht ganz knapp. Excellent! Woohoo. Wenn ich die anderen beiden jetzt auch nicht verkacke, dann sollte die Eisblume eigentlich reichen, um den zu plätten. Oder? Ja. Sehr schön. Perfekter Kampf. Okay. Und 440 Farbe, Einheiten, Kapazität, was auch immer. Glub, ihr versteht, was ich meine. Juhu. Und so viel wie hier rumliegt, haben wir bestimmt schon gleich wieder 450. So, ihr mal mitkommen, bitte. Das war nicht geplant. Und da war gerade ein Herzcontainer drin, ich hab's gesehen. Hilfe!
So, ich habe keine Lust, gegen ihn zu kämpfen, deswegen machen wir... Oh, Herzcontainer, hallo! Nehme ich, gerne. Dankend an. Bom, bom, es kommt mit. Oh nein, da war eine Karte. Hat gereicht. Ja gut, dann müssen wir den halt so platt machen. Schade. Wo kommt der her? Wo kam der her? Habt ihr das gesehen? Nicht? Egal, Kartenrad. Ich hab gesagt Kartenrad. Klimawandel voraus. Ja, klar. Schade. Ja gut, nicht das unbedingt, was ich haben wollte, aber auch okay. Nur ich habe jetzt wieder keine schwachen Karten mehr. was ein wenig doof ist. Ich will nicht immer... Nehmen wir einen Doppelsprung. Und die Feuerblume. Vielleicht reicht das ja schon. Ich weiß es ehrlich gesagt nicht. Nein, es reicht nicht. Ganz toll. Oh, doch. Ich habe nichts gesagt. Vergesst alles wieder. Die Frage ist jetzt... Ach so, ja klar. Einfach mal ein bisschen gegenhämmern. Vielleicht zündet er sich ja schon selbst. Oder vielleicht kann ich hier mit einer Feuerkarte, einer Feuerblumenkarte oder was machen. Nein. Okay, dann... Bombumse, kommt mal mit. Zündet euch! Mario, das war eine ganz schlechte Idee. Vielleicht hätte ich das nicht machen sollen. Ich meine, wir sind... ein klein wenig gefährlich nah an der schwarzen Farbe dran, wollte ich sagen. Aber okay, anscheinend funktioniert das. Es hat geklappt. So viel zu Bowsers Bombenfabrik. So viel zu unserem Leben. Aber die ganze schwarze Farbe aus dem Tank überflutet den Raum. Wie kann das so viel Farbe sein? Es wird immer mehr. Auf keinen Fall anfassen. Habe ich nicht vor, Fabian. Oh Gott. Alter. Was haben wir getan? Monster. Alter, das ist episch. Das ist richtig episch. Das ist cool. Oh mein Gott. Richtig episch. Nice. Und weicher Block. Und die Tür ist definitiv farbensicher. Puh, das war knapp. Egal wie alt ich werde. Ich möchte nie wieder einen Tropfen schwarzer Farbe sehen. Speichern. Bis zum nächsten Part. Nee, ernsthaft. Ich überziehe eigentlich immer und dann kann ich auch mal unterziehen. Also, vielen Dank, dass ihr dabei gewesen seid. Und ich hoffe, der nächste Part wird wieder so genauso mindestens actionreich wie jetzt. Blub. Naja, dann bis zum nächsten Mal und ciao, ciao.